Sei gegrüßt und herzlich willkommen. Ich zeige dir in diesem Video, wie du mit deiner Ninja Creami NC300 EU die perfekte Smoothie Bowl herstellen kannst. Los geht's! Ich habe mir aus der Anleitung die tropische Smoothie Bowl für das Video herausgesucht. Für die Zubereitung benötigen wir folgende Zutaten: Melone, Ananas, Joghurt und Vollmilch. Für das Topping werde ich noch optional ein Mangopüree machen. Um anzufangen, ist es erst einmal notwendig, alle Früchte in die für dich passende Größe in Stücke zu schneiden. Wir füllen die Früchte in der richtigen Reihenfolge in den Behälter. Dazu gießen wir die Milch und bedecken alles mit dem Joghurt. Ich streiche am Ende noch alles glatt. Die Basismasse ist damit schon fertig. Kein extra Zucker, Sirup oder andere Süßungsmittel. Ich bin gespannt, ob es so ausreichend süß wird. Die Masse wandert jetzt für 24 Stunden in den Gefrierschrank und kann danach weiter verarbeitet werden. 24 Stunden später. Wie du sehen kannst, ist die Basismasse wunderbar durchgefroren. Ich entferne den Deckel. Stelle den Behälter in die Außenschale und verriegle im Anschluss den Deckel. Wir setzen den Behälter nun in die Ninja Creami NC300 ein und drehen wie gewohnt den Griff nach rechts, bis die Außenschale einrastet. Soweit, so gut. Wir starten das Smoothie Bowl Programm. Die Verarbeitung dauert insgesamt rund 2 Minuten und 30 Sekunden und ist mit 89 dBA in der Spitze richtig laut. Ich hatte teilweise schon ein wenig Bedenken, ob das alles so richtig ist. Die Basismasse wurde verarbeitet. Wir lösen die Schale über den linken Knopf und werfen einen Blick auf unsere Smoothie Bowl mit Ananas und Melone. Die Portionen reichen immer für gut 4 Portionen und sollten innerhalb von 14 Tagen aufgebraucht werden. Die Fruchtstücke wurden schön verteilt und zerkleinert. Fazit: Die Masse fühlt sich schön fest an und ist gut zu portionieren. Während ich mein Topping aus Mangopüree und ein paar weiteren Früchten zubereite, ein paar Worte zu meinen Erfahrungen. Zunächst ist das eine Zubereitung, die doch recht viel Schnippelarbeit erfordert. Nutzt du frische Früchte, dann mach dir schon mal vorher Gedanken, was du mit dem Rest anstellst, denn wegwerfen ist keine Option. Obstsalat oder ähnliches sind super Ideen. Der Geschmack meiner Smoothie Bowl mit Melone und Ananas war in Ordnung, ich empfand es als etwas zu ungesüßt. Ein wenig Zucker würde ich wohl beim nächsten Mal mit reinpacken. Großes Manko bei der Smoothie Bowl Herstellung ist wohl die Lautstärke. Hier liegen wir schon in einem Bereich, der schon als nervig einzuordnen ist. Und auch die Länge der Zubereitung ist im Vergleich zu anderen Programmen ein Ticken länger. Lecker ja, aber nicht ganz so fruchtig, wie ich es mir vorgestellt habe. Das Eis an sich ist sehr gut zubereitet. Ich probiere mich weiter aus. Das soll's dann gewesen sein. Schreib uns in die Kommentare, für welche Früchte du dich entscheiden würdest und mit welchem Topping du alles veredelst. Liken und kostenlos abonnieren ist auch gerne gesehen. Danke für die Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Deine Test Venture Crew.